Wir wollen jetzt die Aufgabe 1.2 machen. Wir haben beim letzten Unterricht eine Reihe von Kondensatoren-Themen gestartet und wir wollen ein bisschen wiederholen. Okay? Was ist eigentlich ein Kondensator, ist die erste Frage. Wir fangen von Miss Genifo. Was ist ein Kapazitor oder Kondensator, Schwester? Wenn Sie noch nicht bereit sind, ist okay, wir fahren von jemand anderem. Von Kevin. Was ist ein Kondensator? Das ist ein elektrisches Steuerelement, richtig? Der aus zwei Elektronen, richtig? Ja, das ist aber noch kein Satz. Es braucht ein Verb, oder? Bei jedem Satz. Noch besteht. Richtig. Noch einmal. Aber laut. Ja, aber laut. Ein Kondensator ist. Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauelement, der aus zwei Elektronen und ein Dielektrikum besteht. Ja, total richtig. Das ist bezüglich des Aufbaus. So ist der Kondensator definiert. Aber am besten sagen Sie auch, für welchen Zweck hat man dieses Kondensator? Wofür? Was hat er denn für eine Funktion? Jemand? Ein Kondensator hat nur einen Zweck, um Ladung zu speichern. Was speichert man damit? Ladungen. Ist das nur die Ladung, die dort gespeichert wird? Energie. Auch indirekte Energie, richtig, genau. Nummer 2, wir haben, aus welchem Stoff bestehen am besten die Elektroden? Aus welchem Stoff, aus welchem Material bestehen die Elektroden? Naja, dort speichert man die Ladung. Das heißt, diese Elektroden müssen fähig sein, die Ladungen aufzunehmen und in sich selbst aufzubewahren. Stimmt's? Aha, weshalb die Elektroden sind am besten aus welchem Material gerade? Nicht nur, aus jedem leitfähigen Material. Wenn ich meine leitfähigen Material, das heißt die Materialien, die Ströme oder Elektronen oder Ladungen leiten könnten. Stimmt's? Das heißt unter anderem, Metall zum Beispiel, ja, Aluminium zum Beispiel. Und Graphit? Elektron. Ja. Elektron ist genau die Ladung, die dort gespeichert wird. Elektron. Elektrolyt zum Beispiel auch, genau. Elektrolytlösung kann man auch als Material, die diese Elektronen aufnehmen könnte. Genau. Graphit? Kann man auch. Sogar Sie und ich. Sind auch leitfähig, können wir auch als Elektrode stehen. Ja, aber das wollen wir nicht. Stimmt's? Graphit. Können Sie Graphit schreiben? Können Sie das? C. Graphit, ja genau. Graphit ist aus C. Graphit. Man kann sogar auch selber Graphit machen, wenn wir ja. Welche Stoffe kann man als Dielektrikum verwenden? Dinio? Also im Prinzip, was ist dann eigentlich ein Dielektrikum? Und was für Funktion? Nein, Funktion habe ich noch nicht erzählt. Aber welches Material ist eigentlich Dielektrikum? Dielektrikum muss nicht oder darf nicht? Darf nicht. Darf nicht, sagen Sie. Die Elektrikum darf nicht. Stromsteiger oder Strom? Strom. Strom, da nochmal. Die Elektrikum darf nicht. Strom. Genau. Das heißt, die Elektrikum ist ein Isolator. Darf keine Ladungen weiterleiten. Darf nicht leitfähig sein.
Wie ändert sich das elektrische Feld eines Kondensators, wenn der Kondensator geladen wird? Noch nie gelernt. Das haben wir noch nie gemacht. Wozu kann man den Kondensator verwenden? Eigentlich, grundsätzlich, allgemein, das hatte ich schon das erklärt. Nämlich, um Ladungen und Energie zu speichern. Aber dann darüber hinaus hat leider Kevin auch mich gefragt. Ja, können Sie konkrete Anwendungen von Kondensator mir erzählen? Erinnern Sie sich, ich habe 3 konkrete Anwendungen von Kondensator erzählt. Ja? Und? Beim Wechselstromtechnik, genau. Es gibt bei Wechselstromtechnik ein großes Problem, dass die Ströme sind außer Takt. Strom und Spannungen sind außer Takt. Okay? Das heißt, die Spannung ist gerade beim Maximum, Strom aber 90 Grad oder um die halbe nachgeeilt. Nachgeeilt heißt zu spät gekommen. Nachgeeilt zu spät gekommen. Das wollen wir doch nicht. Stimmt's? Es gibt Situationen bei Wechselstromtechnik. Und dann kann man das benutzen. Im Detail habe ich das nicht erklärt. Das ist Elektrotechnik oder Elektrizität 2 bei uns. Was noch, Jennifer? Welche Anwendung hat man denn sonst noch? Am besten suchen Sie nicht im Skript, sondern in Ihrem iPad, weil dort haben Sie geschrieben. Ja, genau, das ist extra Notizen von mir. Nicht in Ihrem Textbuch, sondern in Ihrem iPad, Schwester. Oder in Ihrem Notizheft. Oder Lydia, wenn Sie die Rechnung jetzt haben. Welche Anwendungen haben Sie noch? Als Notizheft. Als? Notspeicher, zum Notfall, stimmt's? Ja. Und dann sonst noch? Als ein Gerät, um Stromunterbrechungen zu verhindern. Ja. Ja. Es gibt Situationen, wo Stromunterbrechung vielleicht für die sehr millionste Sekunde passieren kann und das wird dann unterbrochen. Aber bevor das passiert, kann man das vermeiden. Ja. Die Notizen von Lydia ist sehr ordentlich, genauso wie die alle Mädels. Ich hoffe bei Ihnen auch, oder? Können Sie jetzt finden? Ja, eigentlich immer ordentlich. Gut, Linie können Sie jetzt ausschalten.